Der Koran. Mit 5 Jahren habe ich ihn auswendig gelernt. Auf Arabisch. Ich habe kein Wort verstanden. Die Afghanen sprechen gar kein Arabisch. Seit 40 Jahren lebe ich nun in Deutschland. Ich bin Deutscher. Inzwischen habe ich den Koran studiert. Auch viele junge Deutsche interessieren sich für den Islam. Manche werden radikal. Warum? Um das herauszufinden, werde ich 3 Jahre lang jede Woche nach Wuppertal fahren, um mich mit solchen Jungen zu treffen. 2014 lernte ich einen jungen Deutschen kennen, der zum Islam konvertiert war. Muslime unter sich sind Brüder. In Wuppertal leben 30.000 muslimische Brüder und Schwestern. Wuppertal ist zu dieser Zeit Hochburg radikaler Muslime, sogenannter Salafisten. Der Junge heißt Sebastian. Bei ihm sind seine muslimischen Brüder. Gerade gehen sie in ein islamisches Restaurant, in dem sie beten können und sich rituell waschen. Sebastian ist Abiturient. Mit 16 ist er zum Islam übergetreten. Noch ist Sebastian ein ganz normaler Junge, der bei seiner Mutter lebt. Doch bald wird er einen riskanten Weg einschlagen. Den Weg des Salafismus. Sebastian hat für sich beschlossen, jede Bewegung, jede Handlung, einfach alles nach dem Islam zu richten. Für ihn gibt es nur noch Halal oder Haram, erlaubt oder verboten. Alles will er seinem neuen Glauben unterordnen. Er wird seine alten Freunde aufgeben müssen. Seine Eltern sind nun für ihn Kuffar, Ungläubige. Seine Lieblingsmusik ist jetzt unislamisch. Er darf keinen Alkohol mehr trinken. Seine Gedanken dürfen nicht mehr unrein sein. Sebastians neuer Alltag: Shisha rauchen und dabei mit seinen Brüdern über die Scharia sprechen. Das strenge islamische Gesetz. Ich gewinne langsam Sebastians Vertrauen. Er erzählt mir, dass ihm die Scharia inzwischen über alles geht. Doch die Scharia ist das altertümliche Gesetz des Islam. Sie steht im Widerspruch mit den deutschen Gesetzen. Sebastian und seine Brüder, arabisch Achis, werden sich entscheiden müssen. Wir haben diese Probleme, dass wir zum Beispiel nicht in einem islamischen Land leben, alles nicht so strukturiert ist. Wir müssen uns das selber aufbauen, auf eigene Faust sozusagen, natürlich mit den Achis, mit der Unterstützung der Moscheengemeinschaft. Ende 2014 glaubt Sebastian, nicht so in Deutschland leben zu können, wie er das nach dem Islam eigentlich müsste. Wir haben ein Defizit, was hier den islamischen Staat anbelangt. Zum Beispiel bestimmte Dinge, Selbstjustiz, die in der Scharia erlaubt sind, die man hier in Deutschland nicht laut dem Gesetz, laut dem deutschen Gesetzbuch, nicht vollziehen darf. Was meinst du mit Selbstjustiz? Ja, zum Beispiel die Abtrünniger zum Beispiel. Ja, oder Steinigung oder zum Beispiel Hände abhacken. Hände abhacken, genau. Wenn jemand stiehlt, dass man die Hände abhackt. Das können wir in unserem Land natürlich nicht nachvollziehen. Die Scharia in Wuppertal. Sebastian wünscht sich das eigentlich. Am nächsten Tag besuche ich Sebastian zu Hause bei seiner Mutter. Seine Lieblingsseite im Internet: Die wahre Religion. Eine einflussreiche Salafistenplattform für junge Muslime in Deutschland. Alle predigen hier auf Deutsch. Auch Sven Lau, ein deutscher Konvertit, der sich kämpferisch in Szene setzt und zu einer Demonstration aufruft. Was ist unser Anteil? Was ist unser Anteil? Wie oft denken wir an sie? Was sind wir bereit zu opfern für unsere Geschwister? Deswegen, ich bitte dich, mein Bruder, meine Schwester, nimm diese Sache ernst, verbreite es und am besten erscheine an dem Tag. Es wird so zwischen 15 und 16 Uhr anfangen. Sei ein Teil. Ich fühl das, dass wir ein Körper sind. Sebastian will zu Sven Lau und mit dem Verein Die wahre Religion heute in Wuppertal demonstrieren. Die Salafisten wollen offen und selbstbewusst auftreten. Allen voran Sven Lau. Auf diesem Wagen soll er sprechen. Viele kommen wegen ihm, trotz Polizeiaufgebot. Auch Sebastian. Zum ersten Mal sehe ich ihn im Kaftan. Er begrüßt mich mit dem Fingerzeichen des islamischen Staates. Sebastian erzählt, wie ihn Muslime vor 5 Jahren zu ihrem Bruder machten. Die waren so fasziniert davon, dass sie eigentlich so mich überzeugen wollten, zu dem Zeitpunkt zu konvertieren direkt. Aber ich war mir eigentlich noch nicht sicher. Ich wollte das eigentlich noch nicht so ganz.
Und ich war noch ziemlich am Zweifeln und so. Und da haben die gesagt, trotzdem, wir machen das einfach jetzt. So, obwohl ich nicht ganz 100% sicher war, ne? Ja, und dann haben wir das halt einfach so gemacht, so, ich bin konvertiert. Jetzt ist Sebastian mitten in der Salafisten-Szene. Takbir! Takbir! Der Schlachtruf der Salafisten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas, ta'maruna bimaruf, wa tanhauni ali munkar, wa tu'minuna billah. Ihr seid die beste Gemeinschaft unter den Menschen oder die besten unter den Menschen, die jemals hervorgekommen ist. Anders gesagt, Nicht-Muslime sind weniger wert. Zu der Zeit steht Sven Lau schon im Verdacht, Kontakt zu islamistischen Terroristen zu haben. Er ist ein Anführer des islamischen Netzwerkes Die wahre Religion. Sebastian wird fotografiert und registriert. Ab sofort ist er ein polizeibekannter Salafist. Wenige Tage später besuche ich Sebastian wieder zu Hause. Im Internet hat er schon ein Foto von sich auf der Demo entdeckt und ausgedruckt. Im Hintergrund sieht man ja auch das Basri, der aus dem Kosovo, der auch mit uns war. Samet war dabei. Also ich habe das auch nicht so empfunden, dass da irgendwie jetzt schlimme Jungs oder radikale Leute wären. Nee. Also eher normale. So normale Leute halt. Ne? Und direkt danach haben die uns in so Zelten dann kontrolliert, ob wir nicht irgendwas Gefährliches dabei haben. Unerwartet kommt seine Mutter. Hallo. Hallo Mama. Was machst du? Ich hole eben die Sachen unten für das Fest. Okay. Ja? Ja, alles gut. Guten Tag. Hallo. 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 Grüß dich. Guten Tag. Hi. Wie geht's dir? Gut. Wie haben Sie reagiert das allererste Mal? Panik. Angst. Warum? Sehr. Ja, weil man viel Negatives hört, ne, über Muslime. Was hört ihr zum Beispiel? Ja, dass die ihr Glauben mit Gewalt durchsetzen wollen. Hast du auch versucht, in der Familie jemanden zu bekehren? Ja, ich hab versucht, halt meine Schwester so zum Islam zu bringen. Ja. Aber ich habe das halt nicht so ganz geschafft. Und warum? Ja, das war schwierig. Sie hat das nicht annehmen wollen. Also nicht jetzt, weil sie die Religion nicht mag, sondern weil sie eher so in diesem Christlichen bleiben wollte. Also sie war ja katholisch und sie wollte auch in dem Christlichen bleiben. Und deswegen ist sie dann anstatt zum Islam, zum Evangelischen gekommen. Haben Sie versucht, ihn so zurückzugewinnen? Manchmal schon, ja. Wie ist es für Sie? War am Anfang nicht so ganz einfach. Ja? Weil mir der Glaube fremd ist. Ich bin katholisch. Ich bin katholisch, ja? Katholisch. Mein Mann katholischer Theologe. Ja. Deshalb ist es nicht so einfach gewesen. Was? Weil am Anfang ist er schon in eine Moschee gegangen, wo ich nicht ganz mit zufrieden war. Wo er mir so erzählt hat, was der Imam ihm gesagt hat, wo ich gesagt habe, dass das Quatsch ist. In der kurdischen Gemeinschaft? In der kurdischen Gemeinschaft. Das fand ich nicht in Ordnung. Weil der ihm gesagt hatte, zum Beispiel, er ist mit türkischen Mädchen hier aufgewachsen, zusammen in die Schule gegangen, in die Grundschule, hier aufgewachsen, befreundet. Er soll nicht mehr mit den Mädchen zusammen sein, was ja Quatsch ist, ne? Wer hat dir gesagt? Das war gar kein Imam, das war der Shahruch. Der Mentor. Der hat mir das so empfohlen, dass das besser ist. Ja. Dass man ein bisschen den Kontakt, ja nicht direkt abbricht, aber so ein bisschen meiden sollte. Und mit Frauen? Ja, generell den Kontakt. Das ist halt so. War schwierig für dich. War sehr schwierig, ja. Aber es gab da mal eine Situation, da gab es so ein Mädchen, das mochte ich schon sehr. Und wir haben uns auch öfter getroffen. Das war natürlich dann auch nicht gut. Da war ich schon Muslim. Und dann ging nicht mehr, oder wie? Dann ging nicht mehr, ja. Weil die Eltern wussten ja nichts davon. Und wir haben uns dann trotzdem getroffen. Und wir hatten beide ein schlechtes Gewissen. Und das ist dann auch im Endeffekt auseinandergebrochen. Wir fahren in die Stadt. Das ist schwierig geworden für Sebastian. Denn fast alles dort ist nach der Scharia verboten. Warum interessiert dich eigentlich Scharia? Weil die Scharia ja laut Koran das Gesetz, das Gesetzbuch für uns ist. Und das beste Gesetz, was auf der Erde ist. Dem ist kein Zweifel entgegengesetzt. Also ich finde auch, die Scharia ist das beste Gesetz für uns Menschen.
und für uns Muslime. In der Stadt kann er den vielen Versuchungen nicht ausweichen. Man hat hier Probleme, weißt du, zum Beispiel jetzt Frauen, die sich sehr freizügig anziehen und wo du dann dich zurücknehmen musst, sie nicht anzugucken, zum Beispiel während des Fastens. Das ist ja ganz schwierig. Wir müssen das aushalten halt. Wir müssen im Sommer, müsste man eigentlich mit Augenbinde durch die Stadt gehen oder gar nicht in die Stadt gehen. Wer mich atmen lässt, bist du lebendiger Gott. Wer mich reden lässt, bist du. Sebastian ist früher oft mit seinem Vater Rainer in die Kirche gegangen. Aber den Weg zu Gott hat Sebastian erst durch den Islam gefunden. Natürlich, meine Wurzeln sind christliche Wurzeln. Und ich hätte mich sehr gefreut, wenn er also auch in meinen Wurzeln so gefunden hätte, das ist seine Heimat. Da war auch ein bisschen Problem in der Familie. Er hatte schon Probleme mit seiner Mutter. Die wollte nicht so gerne, dass er in den Islam ging. Und das ist Sebastian, ne? Das ist Sebastian und das der ist jetzt das ist Hamza heißt. Hamza, genau. Ja, Hamza. Ja. Ich musste mich erstmal informieren im Koran, was Hamza gemacht hat. Sebastian nennt sich inzwischen Hamza. Er geht mitten in der Nacht in die Moschee. Wie der erste Hamza vor 1400 Jahren. Ein Onkel des Propheten Mohammed und Kriegsherr der Muslime. Laut beten darf nur der Imam. Hamza muss dieselben Suren sehr leise mitsprechen. Wer Muslim werden will, darf den Koran nur auf Arabisch lesen. So steht es im Koran. Sebastian lernt Arabisch. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Also, am Anfang habe ich mir da eigentlich gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja die Geschichte gelesen und wusste so, wer das ist. Und am Anfang war ich so beeindruckt von diesem Mann. Von dem Onkel von Mohammed, genau, ja. Sein Onkel war. Genau. Ja. Er war sehr mutig, die Hamza. Er war Reiter, Pferdereiter, sehr guter Reiter und er konnte auch mit dem Schwert umgehen. 2015. Hamza will die Brüder treffen und mit ihnen über das Heiraten reden. Es quält ihn eine Frage. Wie soll er eine streng muslimische Frau kennenlernen, wenn er keine Kontakte zu Frauen haben darf? Dadu aus Bosnien, der schon früher zum Islam konvertierte, soll Hamza Tipps geben. Bei mir zu Hause in Afghanistan hat meine Mutter eine Frau für mich ausgesucht. Meine Mutter glaubt zu wissen, welche Frau zu mir passt. Aber Hamza kann nicht einmal seine Mutter bitten, eine Frau für ihn zu finden. Denn die ist ja Christin. Mamadou ist aus Kenia geflohen. Er hat dasselbe Problem wie Hamza, kann aber noch nicht einmal Deutsch. Guck mal, was Allah geschrieben hat, passiert sowieso. Klar muss man selber ein bisschen Eigeninitiative so zeigen und auch selber ein bisschen machen, aber wenn du selber ein guter, sauberer Junge bist, kriegst du auch eine gute, saubere Frau, inshallah. Mit saubere Frau meint Dado eine Jungfrau. Hamza schaut im Internet nach, wie viele Kinder er als Muslim bekommen soll. Im Schnitt deutsche Familien, deutsche Paare, deutsche Ehepartner kriegen halt zusammen 1,5 Kinder im Schnitt. Muslimische Familien kriegen halt 7 bis 8 Kinder. So, das ist so. So, dass angeblich 2050 ungefähr Deutschland zum islamischen Staat wird. Zwei Monate später. Rainer fährt Hamza zu einem Chirurg. Hamza kann nur ein wahrer Muslim sein, wenn er beschnitten ist. Nur dann hat er eine Chance, eine muslimische Frau zu heiraten. Denn kein muslimischer Vater vertraut einem unbeschnittenen Mann seine Tochter an.
Geht's gut? Hat ein bisschen, diese Spritzen waren unangenehm. Ja, aber jetzt ist alles betäubt. Aber bei ihm ist im Kopf die Angst. Das ist bestimmt. Ja, ich glaube, die Angst. Ja. Hast du immer noch Angst? Wir machen jetzt hier Witze, er wird keine Angst mehr haben. Ja, selbstverständlich. Alles klar. So, ja. Tschüss. 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 Auch Mamadou hat Hamza begleitet. Er wurde in Kenia beschnitten und will Hamza die Angst nehmen. Und, wie war's? Okay. Ja? Diese Spritzen waren heftig. Hm. Ja? So 6-7 Mal reingestochen. Ja. 2 Wochen später. Hamza ist zu einem konspirativen Treffen eingeladen. Ein Prediger wird hier über den Dschihad sprechen. Hamza trifft Bruder Salam, den er schon lange kennt. Wir haben so eine Gruppe gebildet. So ein Kollege von mir, der heißt Ahmed, und ich wir haben uns so ein bisschen Gedanken darum gemacht, wie wir so vielleicht was noch besser machen können für Jugendliche und so, nachdem ich dann halt konvertiert bin. Ne? Und dann haben wir so entschieden. 25. Und dann haben wir halt so entschieden, dass wir einen Jugendtreff vielleicht bilden sollten. Und wir besprechen das einfach, ja. Hier gibt es ja auch Gelehrte, die hier kommen und alles Mögliche kommt hier hin. Ne? Ja, ja, und so. Und dann kannst du dann mit dem besprechen und dann sagen, wie ist das denn gemeint? Was ist denn das? Oder jeder sagt Dschihad, was ist denn Dschihad? Sollen wir das machen, dies machen? Was ist das? Gibt es Regeln? Gibt es, was du machen musst, was du nicht machen darfst? Und was hier in Deutschland Dschihad ist? Und deswegen kämpfen wir auch darüber, weißt du? Wir kämpfen darum, dass wir versuchen, was zu bewegen, ein bisschen im Internet, ein bisschen uns selber stärken und so. Weil jetzt weiß ich zum Beispiel, welche Internetseite kann ich gehen, welche Gelehrte kann ich mir im Internet angucken. Ist Samuel Lau auch da? Weiß ich nicht. Ich habe, jemand wollte einen Vortrag machen. Ich habe eine E-Mail bekommen, ich bin da hingegangen. Das Treffen ist im Keller der Moschee. Ich darf mit, aber die Kamera muss draußen bleiben. Hinter verschlossenen Türen drehen sich die Gespräche um Kriege gegen Ungläubige. 2 Monate später. Hamza ist bereit, in den innersten Kreis der Salafisten aufgenommen zu werden. Er zweifelt nicht mehr, wie damals noch bei seiner Konvertierung. Er muss nur die Straße weitergehen und dann aussprechen, dass er dabei sein will. Seine Brüder am Koranverteilstand warten schon auf ihn. Dieser Gruppe wirft die Staatsanwaltschaft seit Jahren vor, unter dem harmlosen Decknamen Lies Dschihad-Krieger für den Islamischen Staat zu rekrutieren. Doch 2015 war das noch nicht bewiesen. Hamza bekennt sich vor laufender Kamera mit Wallah im Namen Allah zu den Salafisten. Gut, Wallah, ich gucke sehr, sehr lange schon die Videos von Abu Najah Lies Projekt. Ich bin fasziniert. Ich will inshallah irgendwann auch diesen Hoodie tragen und hier stehen, wo hier steht, inshallah. Einen Monat später ruft mich Sven Lau an und lädt Hamza und mich ein in ein Zeltlager in einem Wald zwischen Wuppertal und Düsseldorf. Für 2 Nächte haben Sven Laus Brüder hier ihre Zelte aufgeschlagen. Hamza verehrt Sven Lau, aber heute kann er nicht dabei sein. Sven Lau ist gerade aus Syrien zurück. 2 Brüder bringen mich zu seinem Zelt. Dutzende Brüder sind da. Ein internationales Treffen von Salafisten. Es geht auch um den Dschihad. Sven Lau wurde nach seiner Syrienreise kurz verhaftet. Doch weil die Beweise für seine Zusammenarbeit mit dem Islamischen Staat fehlten, wurde Sven Lau wieder freigelassen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat entschieden, dass ich meinen Reisepass nicht wieder bekomme. Man sagt einfach, ich wäre im Umfeld von gewaltbereiten Salafisten. Aber zeig mir einen. So präsentiert sich Sven Lau deutschen Behörden zufolge in Syrien. Es heißt auch, dass ich Leute rekrutiert habe. Es heißt, dass ich im Gefängnis Leute angespornt habe, in den Dschihad zu ziehen. Nach dem 11. September, Korane in vielen Sprachen ausverkauft. Seit den letzten 10 Jahren haben so viele den Islam angenommen in Deutschland. Es hat sich so viel getan.
Die Moscheen werden wieder voll, nicht nur von Älteren, sondern Jugendlichen, vom mittleren Alter, vom höheren Alter. Das Ziel ist das Paradies und der Tod, nur der Tod führt uns ins Paradies. Und Bismillah werden wir uns von nichts abbringen lassen, weder von einer Messerklinge noch von einer Pistole oder Bomben, sonstiges Gefängnis. Wir hoffen und wünschen uns sogar, mit der Shahada und als Märtyrer von dieser Erde zu gehen. Shahadeh bedeutet Märtyrer. Auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis in Afghanistan wird davon gern gesprochen. Im Camp sind jetzt mehr als 100 Brüder aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Doch nur wenige darf ich filmen. Sie interessieren sich für Sven Lauers Syrienreise. Sie kennen seine Videos, in denen er um Unterstützung für IS-Kämpfer in Syrien wirbt. Ich möchte euch auch direkt jemanden nahelegen, wo ihr spenden könnt. Die ganzen gefangenen Geschwister in Syrien, dass man die befreit, die werden tagtäglich unterdrückt. Wenige Tage später, vor Hamzas Tür warten einige Brüder vom Verein Die wahre Religion. Soll Hamza jetzt für den Kampf in Syrien rekrutiert werden? Ja, ich treffe mich ja gleich mit den Jungs noch, deswegen. Die haben ja schon 5-mal angerufen jetzt. Ach so. Ich habe doch vorhin mit dem telefoniert. Und wo trifft ihr euch? Das ist ja noch nicht klar. 4 Uhr morgens. Mein Eindruck, Hamza ist nun zu allem bereit. Er meint, auch ich müsse mit in den Dschihad ziehen. Auch von mir werde das erwartet. Ich kann Nein sagen, aber gibt es für Hamza noch eine Umkehr? Was hat sich in seinem Leben als strenggläubiger Moslem verändert? Alles eigentlich. Komplett. Also meine Freunde haben sich gravierend verändert, mein tägliches Leben. Alles eigentlich. Szenen wie diese habe ich oft gesehen. Nächtliches Beten, begleitet von Glaubensbrüdern, die bereit waren, in den Dschihad zu ziehen. Ich habe Angst um Hamza. Wird Hamza den Weg des Salafismus weitergehen? Mit allen Konsequenzen? Natürlich, das ist eine Entscheidung fürs Leben, wie man so sagt. Und was bedeutet das für dein Leben morgen, Hamza? Ich war immer schon interessiert, mal in ein islamisches Land zu reichen. Ich habe mir auch schon sagen lassen, dass das dann unter Umständen gefährlich sein könnte. Ende 2015. Sven Lau wird verhaftet. Laut Staatsanwaltschaft gibt es nun genügend Beweise und Zeugen, dass Sven Lau eine islamistische Terrorgruppe unterstützt hat. Später wird er zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Für Hamza und seine Brüder ist das ein Schock. Sie verfolgen die Berichte und diskutieren. 2016. Hamza beginnt aus seinem Traum von der wahren Religion aufzuwachen. Er fragt sich, wird sein Handy überwacht? Ist auch er im Visier von Verfassungsschutz und Polizei? Hamza sucht Schutz bei seinem Vater, der nach wie vor zu ihm steht. Von seinen muslimischen Brüdern ist er enttäuscht. Zweifel kommen in ihm auf. Doch kommt Hamza jetzt noch von ihnen los? Also von manchen war ich auch ein bisschen erschreckt, keine Ahnung. Also viele haben komische Sachen erzählt und so. Ich habe wirklich komische Leute auch kennengelernt. Die muslimischen Brüder wollen Hamza zurückgewinnen. Maslum will Hamza wieder auf die Scharia einschwören. Doch Hamza fängt an zu widersprechen. Etwa in der Frage, darf man einem Ungläubigen die Hand geben? Und dann sagt ein Muslim, nein, ich darf dir nicht die Hand geben. Dann finde ich das gut. Diese Scharia-Gesetze, die sind einfach für uns so unvorstellbar, weil wir sind in Deutschland aufgewachsen. Wir sind mit diesen, sagen wir mal, liberalen, humanen Gesetzen aufgewachsen. Wenn du jetzt der Ladenbesitzer bist und der klaut einen Apfel von dir, du kannst deine Hand abschneiden, aber wenn du sagst, okay, ist nicht schlimm, bereue das einfach nur, dann geh weg von mir. Eine Hand abzuhacken, so, das ist schon für uns weit entfernt, diese Strafen, weil wir wissen, wenn wir was machen, uns wird nicht körperlich geschadet, sondern wir müssen ins Gefängnis, dass wir aus der Tat quasi lernen und resozialisiert wird, so sagt man. Und wenn deine Hand abgehackt wird, dann lernst du daraus. In der belgischen Hauptstadt waren bei Selbstmordattentaten am Flughafen und in einer Metrostation 32 Menschen getötet worden. Zu den Anschlägen hatte sich die Terrorgruppe Islamischer Staat bekannt. Unterdessen droht die Auch Hamza und ich wurden gefragt, ob wir in den Dschihad ziehen wollen. Die Leute, die diesen Drang haben, zu denken, dass das, was IS und Q
Co. machen, dass das richtig ist, die wollen das auch verkünden. Das heißt, du kriegst das ziemlich schnell mit. Sobald du mit jemandem rumhängst, der wirklich, sagen wir mal, so drauf ist und sagt, das, was sie es macht, ist richtig und der würde auch für die kämpfen, dann wird er das auch direkt von selber preisgeben. Du musst ihn gar nicht fragen. Der versucht dich dann eigentlich quasi davon zu überzeugen, dass das richtig ist. Er sagt, guck mal, wir müssen doch gegen die Ungläubigen vorgehen oder sowas dann. Das habe ich schon auch häufiger erlebt, dass es sowas gibt. Hamza wird von Tag zu Tag einsamer. Ich bin froh, dass er nicht mitgegangen ist und jetzt anders denkt. Die Sicherheitsbehörden sind der wahren Religion auf den Fersen. Das Ziel der Aktion, Salafisten, Unterstützer der Terrormiliz IS. Der Verein, die wahre Religion, soll zerschlagen werden. Denn schon seit Jahren gibt es den Verdacht, dass hier nicht nur der Koran an Interessierte in der Fußgängerzone verteilt wird, sondern Terroristen angeworben werden. Hamzas Brüder chatten über die Verhaftungswelle. Er verfolgt die Diskussion mit und beginnt, Dinge in Frage zu stellen, woran er bislang nie gezweifelt hatte. Sein Weltbild bröckelt. Ich glaube, ein großer Punkt ist diese Flüchtlingskrise gewesen, dass diese ganzen Flüchtlinge, das kann ich bis heute nicht verstehen, dass sie eine Reise auf Leben und Tod antreten mussten, von diesen Ländern, von Syrien nach Europa, nach Deutschland. Warum sind die nicht direkt nach den reichen Ländern nebenan, nach Dubai, nach Saudi-Arabien? Warum haben die Leute die nicht eingeladen? Das sind, wenn einer das machen müsste, dann doch gerade die. Das sind doch die Muslime überhaupt, oder nicht? Die leben doch in Saudi-Arabien, da ist Mekka, da ist... Verstehst du? So habe ich früher immer gedacht. So habe ich früher immer gedacht. Aber heute, man kann nichts erwarten. Hamza ist enttäuscht von den Brüdern. Er hat Glück gehabt, dass er nicht verhaftet wurde. Ich habe immer gerne die Videos geguckt. Wollte auch am Anfang selber gerne mal auch beim Lies-Projekt mitmachen. Und bin heute sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das Problem ist einfach, dass ich mich nicht mehr mit denen identifizieren kann. 2017. 6 Monate später. Hamza hört wieder seine alte Musik und geht auch wieder in die Stadt. Seine Eltern sprechen viel mit ihm darüber, was in den vergangenen Monaten geschehen ist. Wenn der eigene Sohn sagt, ich konvertiere jetzt zum Islam, da hat man schon erstmal Angst, ne? Und gerade dann, weil es so publik geworden ist mit den Anschlägen, dass Radikale sehr viel unterwegs sind, das hatte man früher so hier nicht. Und das ist Wuppertal. Und als ich als Kind war das nicht so stark geprägt. Auch nicht mit den Anschlägen. Das ist ja, jetzt ist ja fast jede Woche irgendwo was, ne? Dass ein Anschlag passiert. Man wundert sich ja schon nach ein paar Wochen, dass noch nicht wieder irgendwo was gekommen ist, ne? Die Mutter wusste schon damals mehr über eine der Moscheen, in die Hamza immer ging. Es war keine gute Moschee. Ich wusste auch, dass diese Moschee vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, hatte man mir dann erzählt. Wie geht es jetzt mit Sebastian weiter? Ich würde am liebsten Urlaub machen in so richtig geile Strand, so Bahamas. Irgendwie das so. Ist aber nicht islamisch. Nö, muss ja auch nicht. Weil ich will Urlaub machen, nicht so islamische Urlaub. Ich will richtig schön so am Strand Cocktail trinken, Bauch hängen lassen, Sandburg bauen, schwimmen gehen. Du meinst das aber nicht ernst? Doch. Sommer 2017. Sebastian ist wieder zurück im westlichen Leben. Er war kurz davor, in den Dschihad zu ziehen. Mehr als 3 Jahre habe ich ihn begleitet. Viele wurden manipuliert. Die sind gerade konvertiert, hatten nicht so viel Wissen im Islam und wurden dann von den Leuten überzeugt, in den Krieg zu ziehen. Was auch funktioniert hat. Also wäre ich von Anfang an in so eine Gemeinde wie die Lies-Gruppe gekommen, dann wäre ich wahrscheinlich auch in den Krieg gezogen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil ich wusste ja so gut wie nichts. Die hätten mir alles erzählen können. Ich hätte es geglaubt. Es war völlig offen, wohin Sebastians Reise hinführen würde. Ich hatte Angst um ihn. Er hatte immer zu mir Onkel gesagt. Ich glaube, dass seine Eltern viel dazu beigetragen haben, dass Sebastian seinen Weg zurückgefunden hat.